Ich plaudere mal einfach ein bisschen und fange schon mal so informell an. Ja, herzlich willkommen in der Cafeteria von Alaba. Ich glaube, ich sollte mal in die Kamera schauen, dann wird es auch ein bisschen netter. Das ist hier unsere Premiere für die Hybrid-Fortbildung. Also die Möglichkeit, sozusagen live vor Ort jetzt zu kommen, um einen Vortrag zu hören hier in unserem schönen neuen Gebäude am Mönchberg in Hadamar. Und die andere Alternative ist natürlich auch für alle anderen, die der Weg jetzt nicht passend ist oder die Uhrzeit nicht passend ist, sich entweder live per Zoom hochzuschalten und oder das Ganze später auch noch als entsprechenden Film auf YouTube sich anzuschauen. Also das finde ich eigentlich ein ganz gelungenes Format und das wird dann auch unserer Fortbildung gerecht. Ja, ich freue mich erstmal sehr, dass alle, die sozusagen in der Fortbildung heute gekommen sind, dabei sind, dass einige auch den Weg in unsere Cafeteria gefunden haben. Das ist die erste Veranstaltung dieser Art. Ich möchte mal an der Stelle mich erstmal für das Team bedanken, was mich wirklich bei der Durchführung stark unterstützt hat. Da möchte ich mal in allererster Linie meine Sekretärin, unsere Klinikassistentin, Frau Jasmin Schad nennen, die mir bei der Vorbereitung der Charts geholfen hat und auch entsprechend auch hier bei der ganzen Vorbereitung des Raums. Ich möchte mich auch ausdrücklich bedanken bei Herrn Wehr und Herrn Koch von der AG, die technische Umsetzung begleitet haben und Frau Rosa von der Unternehmenskommunikation und natürlich alle, die sich die Zeit nehmen, heute an der Fortbildung entsprechend teilzunehmen. Ja, bitte, ich freue mich auch über Kritik in jeder Weise, entweder danach als E-Mail und oder gerne auch im Chat. Fragen sind natürlich auch herzlich willkommen und ich hoffe, wir haben am Ende auch noch Zeit, entsprechend im Moment zu diskutieren. Ja, dann lege ich mal los. Motivierende Gesprächsführung in Psychiatrie und Psychotherapie, das ist ein Herzensanliegen von mir. Und insofern ist das auch sozusagen das erste Thema. Ich habe so ein bisschen überlegt, was bringe ich? Motivierende Gesprächsführung oder Suizidalität? Oder lade ich jemanden anders ein, der über Psychophika redet oder über moderne Psychotherapie? Aber das ist so eine Kernmethode, die hat vielerlei Bedeutung in der Psychiatrie und Psychotherapie. Und deshalb möchte ich Ihnen das heute ein Stück weit nahebringen. Ich hoffe, ich muss kurz gleich schweigen. Ja, wir hängen gerade noch ein bisschen. Vielleicht habe ich auch auf die falsche Taste gedrückt. Ich mache es mal andersrum. Wir machen leider immer noch nicht das, was wir sollten. Einen Moment haben wir gleich. Jetzt haben wir es, Entschuldigung. Ah ja, jetzt funktioniert es, genau. Warum motivierende Gesprächsführung in Psychiatrie und Psychotherapie? Das hat einen gewissen Hintergrund. Also letztendlich muss man sagen, in den letzten Jahren, Therapie wird immer komplexer. Sowohl psychiatrische, klassische Therapie, als auch Pflege, als auch Medizin, als auch Forschung. Und bei allem, was man so entwickelt, braucht es die aktive Mitarbeit des Patienten. Also wir sind heute eigentlich an einer ganz anderen Stelle als noch vor einigen Jahren, aber die Behandlung ist, wie gesagt, sehr viel differenzierter geworden und das fängt mit so einfachen Dingen auch an, wie regelmäßige Einnahme der Pharmakotherapie. Ich sage Ihnen allen nichts Neues, wie schwierig das ist, einen Patienten dazu zu motivieren. Dass jemand sich an die Spielregeln von einem stationären Setting hält, das ist auch ein wichtiger Punkt. Jemand am gruppentherapeutischen Programm teilnimmt, jemand sozusagen sich an die Regeln und die Ausgangsregeln hält, die man sein Bewegungsprogramm aufrechterhält, Hausaufgaben im Rahmen der Psychotherapie bearbeitet, seine Therapieprotokolle führt und natürlich auch das, was man im stationären Rahmen erreicht hat, auch im ambulanten Rahmen umzusetzen. Das braucht ein gutes Bündnis zwischen Patienten und dem Team. Die Grundidee ist, und das ist mir auch eigentlich wichtig an der Sache, die Grundidee dabei ist, das ist ja gerade bei chronisch psychisch kranken Menschen manchmal nicht so einfach, sich zu vergegenwärtigen, dass Veränderungen irgendwo auch ein normaler Teil des Lebens sind. Und die Bereitschaft, inwiefern wir uns so einer Veränderung öffnen und inwiefern wir auch eine Veränderung umsetzen, das hängt davon ab, wie wir mit unserer Umwelt interagieren. Die können blockiert oder erleichtert werden, je nachdem, wie das Ganze auf einen wirkt. Und das spielt natürlich zum einen das Erleben und das Verhalten des Patienten und der Therapeuten gleichermaßen eine wichtige Rolle.
Oft, wenn eine Veränderung passiert, braucht es eine aktive Entscheidung des Patienten. Also es ist weniger sozusagen der Druck von außen, sondern wirklich meistens ja wirklich die Entscheidung des Patienten selber. Und manchmal ist so eine Entscheidung von vielen Faktoren abhängig. Einerseits, wie dringlich mir das Ganze ist, wie sehr ich es wirklich mir wünsche, aber auch wie sehr ich daran glaube, dass ich es hinkriege und inwiefern das ab jetzt und hier passieren muss. Also, und es passiert natürlich umso eher, je wichtiger, je zuversichtlicher, je bereiter der Patient ist. Manchmal ist das nicht so ganz einfach, wenn es um eine Veränderung geht, gerade wenn es zwei schwierige Therapien sind, zwischen denen Sie sich entscheiden müssen, oder zwei besonders interessante. Wenn Sie zum Beispiel die Alternative haben, zwischen einem sehr verträglichen oder einem besonders wirksamen Medikament zu wählen, das ist manchmal nicht einfach und es gibt nicht ein klares, das ist besser als das andere oft. In manchen Entscheidungen sind wir Therapeuten auch nicht neutral. Also das Extremfall ist der Patient, der Ihnen in der Therapie berichtet, dass er seine Partnerin geschlagen hat. Da fällt es mir als Psychiater und Psychotherapeut schwer, neutral zu sein. Aber es ist oft so, je mehr wir sozusagen als Therapeuten das verändern wollen und von uns aus die Veränderung einleiten wollen, umso eher gibt es Widerstand, umso eher gibt es die Argumente in die andere Richtung, umso eher findet der Patient sich auf der anderen Seite, um die richtigen Gegenargumente zu unterstützen. Also, jetzt bin ich in die falsche Richtung. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ja, habe ich eine Folie. Genau. Was ist die Definition von motivierender Gesprächsführung? Wie nähert sich motivierender Gesprächsführung diesem Problem? Das ist ein bisschen sperrige Definition, die bringe ich Ihnen trotzdem mal mit. Das ist eine klientenzentrierte, direktive Methode zur Verbesserung der intrinsischen Motivation für eine Veränderung mittels Erforschung und Auflösung von Ambivalenz. Schrecklich langer Satz. So ein paar Aspekte sind da wichtig. Patientenzentriert. Also es dreht sich nicht um den Therapeuten, es dreht sich um den Patienten sehr zentral. Es ist an den Problemen hier und jetzt orientiert. Es hat schon eine klare Zielrichtung, das ist dann auch ein bisschen anders als klientenzentrierte Gesprächstherapie nach Rogers. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, es geht auch um die Technik und es geht ganz viel darum, die intrinsische Motivation, also die Eigenmotivation des Patienten zu fördern und man möchte so die Entscheidung für und gegen eine Veränderung sehr gut kennenlernen, bevor man sie auflöst. Das ist auch ganz wichtig. Also mal vereinfacht gesagt, motivierende Gesprächsführung hilft dem Patienten dabei, in unterschiedlichen Problemlagen seine verschiedenen Einstellungen besser kennenzulernen und zu einer Entscheidung bezüglich einer Veränderung zu kommen. Also so Ambivalenzen sind zum Beispiel, ich höre auf zu trinken, ich genieße weiter Alkohol. Ich ziehe in ein betreutes Wohnen, ich führe ein selbstständiges Leben. Ich nehme an der Morgenrunde teil, ich bleibe auf meinem Zimmer. Ich versuche die Skills anzuwenden, ich gebe den Drang nach Selbstverletzung an. Das auszuloten, das beides zu betrachten, um am Ende vielleicht mehr Argumente für eine Veränderung zu sehen. Ja, das hatte ich schon ein bisschen angedeutet. Warum könnte das so sinnvoll sein? Verhaltensveränderungen sind ein zentrales Merkmal in psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung. Viele Patienten sind sehr ambivalent, ob sie zur Visite kommen, ob sie nicht zur Visite kommen, ob sie den Tagesplan einhalten, ob sie an den Mahlzeiten teilnehmen, ob sie eine Planung für zu Hause machen. In der Krise ist die Ambivalenz oft noch größer. Die Hoffnungslosigkeit ist manchmal sehr groß und oft ist ja, bevor man mit einem spezifischen Schritt in die Therapie startet, erstmal die Hoffnungslosigkeit zu bekämpfen, bevor eine Verhaltensveränderung in Therapieteilnahme erreicht wird. Ich möchte Ihnen so ein bisschen nochmal vielleicht kennen Sie das auch, aber ich möchte es nochmal Ihnen darlegen, welche Elemente die motivierende Gesprächsführung so vor allen Dingen hat. Die Grafik habe ich mir gedacht, genau, das ist nochmal die Definition, da können wir klientenzentrierte, direktive Methode zur Verbesserung der intrinsischen Motivation für eine Veränderung mittels Erforschung und Auflösung von Ambivalenz. Das sind die Elemente der motivierenden Gesprächsführung. Die Grafik muss ich vielleicht noch mal ein bisschen erneuern und muss noch mal schöner machen. Vier wesentliche Punkte spielen eine Rolle. Die möchte ich Ihnen vorstellen. Das ist einerseits so die Haltung, der ME-Spirit.
Das ist so der Grundgeist, in dem das Ganze geschieht, die MI-Prinzipien, nach denen gehandelt wird. Dann die Gesprächstechniken, die ORS und dann die das Beachten von Veränderungsorientierung in Äußerungen. MI-Prinzipien. MI-Prinzipien sind, das ist sozusagen erstmal so die Handlungsstrategie, das mit dem Akronym of Rule abgekürzt. Und das ist so ein bisschen, das ist wichtig, das im Auge zu behalten. Widerstehe dem Reflex, den Patienten zu korrigieren. Also das bedeutet, den Patienten nicht einseitig zu überzeugen, dass er ein Problem hat. Nicht einseitig die Vorteile einer Veränderung zu betonen, sondern sie auch mit dem Trinken, es ist besser für sie. Keine dezidierten Erläuterungen abgeben, wie der Patient sich zu verhalten hat. Ja, das fällt einem schwer. Manchmal hat man ja schon das Gefühl, man möchte einen Ratschlag geben. Keine expliziten Warnungen über die negativen Folgen einer Nichtveränderung geben. U ist gut. Understand die Motivation. Understand, verstehe deinen Klienten, deinen Patienten. Hör zu, frage mal nach, was ist der Grund? Auch wenn es scheinbar noch so merkwürdig und so bizarr erscheint. Listen, höre deinem Patienten zu, widme ihm Zeit. Die wenige Zeit, die du hast, widme dem Patienten. Er ist im Mittelpunkt. Und I, wie Empower, pflege deinen Patienten. Auch der demenzkranke Patient hat noch Restfähigkeiten, er hat noch Stärken. Die gilt es zu entdecken und natürlich auch in der Behandlung zu fördern. Der MI-Spirit, das ist auch was ganz Wichtiges, Kollaboration, Zusammenarbeit. Scheinbar eine Selbstverständlichkeit, aber das meint auch so Elemente wie Partnerschaftlichkeit. Also, dass man wirklich dem Patienten auf Augenhöhe begegnet. Das fällt einem ja nicht immer einfach, wenn der Patient herausforderndes Verhalten zeigt und vielleicht ungewaschen ist. Ja, auch Dinge getan hat, die man aus seinen persönlichen Werten her schlecht vertreten kann. Aber es ist sozusagen eine wichtige Haltung, dem Gegenüber trotz allen Differenzen mit Respekt zu begegnen. Evokation. Versuche, das ist ein bisschen wie Empower, aber noch ein bisschen direktiver, versuche Ideen, eigene Lösungen des Patienten zu entdecken. Nicht die vorgegebene Lösung, nicht die Lösung vorzugeben und unbedingt umzusetzen. Also Ideen des Patienten weiterzuentwickeln. Also wenn der Patient eine Probeabstinenz hat, dann erstmal mit der Probeabstinenz zu arbeiten, bevor man vielleicht zum weiteren Schritt wie eine komplette Entwöhnungstherapie denkt. Autonomie, das fällt mir auch manchmal schwer, Respekt vor den Entscheidungen des Patienten. Der Patient, der die Entscheidung trifft, die Therapie abzubrechen, wenn die Therapie nicht möchte, der einen vermeintlich guten Rat ablehnt, das fällt einem schwer. Und bei das sozusagen die autonome Entscheidung am Ende zu akzeptieren, das ist ein ganz wichtiger Geist und das kann auch sehr befreiend sein. Die Grundfertigkeiten in der Sprache, die sind eigentlich auch, man kann sagen, selbstverständlich. Ich möchte dennoch ein bisschen darauf eingehen. Offene Fragen, also das haben Sie vielleicht auch schon in Ihrer Ausbildung gelernt, dass man eher nicht solche Fragen stellt, die nur eine Einwortantwort nach sich ziehen, sondern die sozusagen eine Äußerung nach sich ziehen. Affirmationen, auch mal Bestätigung, auch mal sozusagen loben, auch mal die Stärken des Patienten betonen, bei allen Problemlagen, die bestehen. Reflexion, auch mal den Gesagten des Patienten Raum einräumen, es nochmal zu wiederholen, nochmal in neuen Kontext zu setzen und am Ende auch nochmal Zusammenfassung machen. Scheinbar einfache, selbstverständliche Dinge, ein paar Kleinigkeiten noch dazu. Und ja, da komme ich auch nochmal genauer drauf. Und eben Change Talk, das ist der dritte Teil von motivierender Gesprächsführung. Das sind eben Äußerungen, die entweder eine Verhaltensveränderung vorhersagen oder die auch schon deren Umsetzung, die Umsetzung klar machen. Offene Fragen, die Gesprächstechniken erstmal ein bisschen genauer. Also zum Beispiel oft fragen wir ja, wie viel trinken Sie, wie oft trinken Sie. Eine Alternative ist zum Beispiel, wie sieht es mit Ihren Trinkgewohnheiten aus? Das induziert eine ganz andere Antwort, eine ganz andere Offenheit am Ende des Tages. Fallstricke sind zu viele Fragen. Wir neigen bei der Exploration oder im Gespräch erstmal dazu, möglichst schnell möglichst viele Informationen zu sammeln und Fragen vielleicht eher im Verhältnis zwei Fragen zu einer Reflexion. Die MI-Forschung, motivierende Gesprächsführung, Motivational Interviewing, sagt eher zweimal reflektieren, bevor die nächste Frage kommt.
Warum? Frage-Antwort-Falle. Der Grund dafür ist, dass natürlich Fragen auch immer so eine gewisse Asymmetrie hat. Man sagt ja auch manchmal, wer fragt, der führt. Ja, sicher. Aber es führt auch eventuell dazu, dass derjenige, der gefragt wird, sich manchmal als in der passiveren Rolle fühlt und auch in der ja nicht unbedingt auf Augenhöhe befindlichen Rolle. Oft auch ist die Expertenfalle natürlich so ein Punkt. Viele Fragen suggerieren, dass der Therapeut der Experte ist, der für die Heilung verantwortlich ist, und das unterstützt eher die hierarchische Auffassung von Therapie, wo es oben den Experten gibt und unten den Patienten, der das befolgt, was der Experte sagt. Und das ist genau eben auch nicht der Family Spirit mit Kollaboration, Evokation und Autonomie. Reflexion ist so eine Kerntechnik. Das bedeutet etwa nachdenken, überlegen. Und ich habe Ihnen einfach mal so ein paar Beispiele noch mitgebracht. Und ein gutes Stück des Workshops zur motivierenden Gesprächsführung geht um Reflexion, weil das so eine Kerneigenschaft ist. Das soll eben Empathie und Interesse und Verständnis zum Ausdruck bringen. Und das ist das, was mir viele Patienten dann auch sagen, wenn man das oft einsetzt, dass sie das Gefühl haben, sie werden gehört, sie werden wahrgenommen, ihre Äußerungen verhallen nicht mehr im Raum. Kann Akzeptanz ausdrücken, es können Ansichten hinterfragt werden, kritisch reflektiert werden, es können neue Denkanstöße gegeben werden. Es stärkt das Verständnis für den Patienten, und die Fachwelt meint, dass man das eben nicht genug üben kann. Und das ist ja auch ein ganz genueller Bestandteil von vielen psychotherapeutischen Behandlungsprogrammen. Also es geht in allererster Linie auch darum, Kommunikationswege, die scheitern können, zu verhindern. Also zum Beispiel so eine Äußerung: Patient, ich schaffe es einfach nicht. Heute will ich einfach meine Ruhe. Therapeut, die Anforderungen aus der Therapie sind Ihnen einfach zu viel. Nichts ist Ihnen wichtiger, als ein wenig Entspannung zu finden. Patient, ich möchte ja aus dieser Situation heraus, aber es ist zu schwierig. Das Gespräch bricht nicht an dieser Stelle ab, sondern es geht an dieser Stelle weiter. Das ist wichtig. Man kann seine Hypothesen testen. Patient, in letzter Zeit ist es etwas zu viel geworden. Ohne den Alkohol hätte ich jedoch nicht schlafen können. Der Arzt, Sie machen sich Sorgen um Ihren Alkoholkonsum, aber Sie können sich derzeit ein Leben ohne Alkohol nicht vorstellen. Das ist noch weiter gesagt. Man hat eine Hypothese immer getestet, ohne den Patienten sozusagen komplett vom Thema wegzuführen. Reflektiertes Zuhören macht Aussagen anstatt zu fragen. Aussage des Patienten, es ist einfach zu viel, ich möchte endlich wieder leben. Psychologin, Sie möchten eine Veränderung, die Ihnen wieder mehr Lebensfreude gibt. Also Hypothesen können durch den Sprecher geklärt werden und können intensiviert werden. Patient zum Beispiel, was auch immer ich tue, es funktioniert nicht. Therapeut, Sie haben eine Menge Lösungen versucht, aber keine hat bisher zu einer Verbesserung der Situation geführt. Dann kommt der Patient. Der erste Therapeut hatte einen tiefen psychologischen Ansatz, was mir viele gute Einsichten gegeben hat. Leider ging es mir danach nicht wirklich besser. Auch in der zweiten verhaltenstherapeutischen Therapie kam es leider nicht zu verändern. Als schließlich auch noch die Medikamente nicht anschlugen, war es ganz bei mir aus. Also das ist Reflexion an dem Gesagten zu bleiben, das nochmal in einen anderen Kontext zu setzen, kann dazu führen, dass das Gespräch weitergeht. Es kann auch manchmal in Bewegung kommen. Beispiel, Patient, manchmal geht es mir einfach schlecht. Arzt, es geht dir nicht gut und es ist schwierig, es auszuhalten. Patient, ich möchte ja, dass es anders wird, aber die Veränderung fällt mir schwer. Sie wünschen sich eine richtige Veränderung. Ja, es sollte aber eine ernsthafte Verbesserung sein, endlich ein richtiges Leben. Das Leben in all seinen Aspekten soll sich verändern und Sie möchten das wirkliche Leben spüren. Scheinbar dreht sich das Gespräch um ein Thema, aber es kommt ein bisschen in Bewegung. Die Situation, die Gefühle, so wie es dem Patienten gerade in dem Moment geht, das zu beleuchten, und es drückt, glaube ich, viel Wertschätzung aus. Man kann sehr nah am Inhalt bleiben, man kann sich aber auch etwas weiter vom Inhalt entfernen. Typischerweise bleibt man am Anfang eher näher am Inhalt, je besser man den Patienten kennt. Und je weiter das Gespräch ist, umso weiter können die Hypothesen gefasst werden und sozusagen tiefer in die Reflexion sein. Also Beispiel, Patient sagt, heute war die erste bessere Nacht. Einfache Reflexion, Sie freuen sich, dass Sie besser schlafen können. Komplexe Reflexion, Sie sind froh, dass sich Ihr Schlaf normalisiert und die Therapie langsam zu wirken beginnt. Sie können sich erstmals wieder richtig auf die Therapien konzentrieren.
Also am Anfang bleibt man sehr nah am Gesagten und im Verlauf entfernt man sich davon. Das ist nicht einfach. Wenn Sie jetzt an chronisch psychisch kranke Patienten denken, die vielleicht auch sehr wortkarg sind, dann braucht es die ganze Kunst der Reflexion, um so ein Gespräch am Laufen zu halten, ohne den Patienten unter Druck zu setzen. Das ist ja auch ganz wichtig, weil man arbeitet ja auf Augenhöhe und man respektiert auch die Symptomatik des Patienten. Also das ist nochmal die Zusammenfassung. Man versucht eben auf die möglichen Gründe des Scheiterns einzugehen und sozusagen das Scheitern zu verhindern. Man kann seine Hypothesen testen. Man macht eine Aussage anstelle die nächste Frage, stellen mit der nächsten Frage zum nächsten Thema vorzupreschen. Man kann seine Hypothesen sehr gut klären und man kann die Exploration intensivieren. Und man kann ein Gespräch dadurch in Bewegung bringen. Und vielfach haben wir viele Patienten, die erstmal sehr wortkarg sind, in der Krise sind und schon große Schwierigkeiten haben, sich für eine Therapie, auch für einen Veränderungsschritt zu begeistern. Affirmationen, muss ich ganz ehrlich sagen, das macht man selten. Und man fragt sich natürlich eigentlich, warum macht man das so selten? Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also wir müssen uns ja klar werden, viele unserer Patienten haben durchaus eine Odyssee des Scheiterns hinter sich und sind in einer schweren Krise ins Krankenhaus gekommen. Also jetzt sind sozusagen erfolglose Selbstveränderungen. Das kann sehr viel Entmutigung auslösen und deshalb ist es manchmal auch wichtig, mal Hoffnung zu wecken und die Kompetenzen, die Ressourcen des Patienten anzusprechen. Also das ist nicht ein ganz wichtiger Punkt. Das sind eben besondere Reflexionen, die Wertschätzung dem Patienten gegenüber zum Ausdruck bringen. Mit Affirmationen steigert man den Prozess. Man versucht, ihn mit seinen Stärken in Kontakt zu bringen, während der Patient sich mit seinem problematischen Verhalten beschäftigt. Also so ein Beispiel, es gibt da sicher viele Aspekte, die man da beachten muss. Frau A findet sich seit einigen Wochen in stationärer Behandlung, nimmt aber an keiner der gemeinsamen Therapien teil. Vorherige Behandlungen hatten nur eine geringe Besserung ihrer Beschwerden erzielt. In den Visiten verhält sie sich wortkarg und beteiligt sich nur mit Mühe am Gespräch. Eine Affirmation wäre jetzt an der Stelle, wenn ich bedenke, wie lange Sie bereits in Behandlung sind, zeugt es von einer großen Kraft, dass Sie sich weiterhin der Behandlung stellen. Oder Sie sind eine starke Person, die sich nicht vor Rückschlägen entmutigen lässt. Es fällt da nicht so leicht. An der Stelle hat man vielleicht eine andere Wahrnehmung, aber es ist eine Möglichkeit, jemanden nochmal mit seinen Stärken in Kontakt zu bringen und dann auch sozusagen ein bisschen zu ermutigen, einen weiteren therapeutischen Schritt zu gehen. Wichtig ist, bei den Affirmationen auf spezifische Verhaltensweisen einzugehen, dass man die Geduld aufgewiesen hat, dass man auch der schwer suchtmäßig kranke Patient, dass er vielleicht mit viel Hingabe trotzdem die Versorgung seiner Tiere verfolgt hat, weniger auf die Personen als Ganzes und charakterliche Eigenschaften abzuzielen, eher mit den Worten Sie sind ein Mensch, der, beginnen als das Wort nicht zu benutzen oder ich schätze es so ein, dass Sie, sondern eher Sie sind ein Mensch, der über so und solche Stärken verfügt. Und dann kann man den Satz weiterführen. Bevorzugen Sie Beschreibung anstelle von Beurteilung und natürlich sollte man jetzt nicht auf problematische Verhaltensweisen als Stärke hinweisen. Also Sie sind ein Patient, der besonders viel Alkohol verträgt. Das wäre jetzt sicherlich jetzt eine problematische Verhaltensweise und manchmal auch interessante Qualitäten zuzuschreiben. Also vielleicht auch der Patient mit der Psychose, der vielleicht eigenwillige oder auch außergewöhnliche Gedanken hat, dass man da auch mal zum Beispiel den Zug der Kreativität sieht und sagt, Sie haben ja sehr interessante Ideen, wie Sie das sich beschreiben und dass man darin auch erkennt, dass jemand ein geistig reges Leben hat. Ja. Es gibt da keine ganz feste Struktur, aber man sollte es nicht vergessen, Affirmationen auch ins Gespräch einzubauen. Zusammenfassung eigentlich auch ein Punkt, der meistens noch zu kurz kommt in der Hektik des Alltags. Sammeln die Zusammenfassung am Ende des Gesprächs nochmal dem Patienten einen Abriss zu geben, was haben wir jetzt eigentlich besprochen. Manchmal auch sozusagen alte Gesprächsinhalte mit dem aktuell Gesagten in Verbindung zu bringen und da das
erlebe ich auch als, da habe ich auch sehr viel positives Feedback gekriegt. Also Patienten erleben das schon als Wertschätzung, wenn man sozusagen Berichte über sie im KISS liest und auch ein bisschen weiß, was andere gemacht haben. Und das erzeugt ganz stark das Gefühl, dass man als Person wahrgenommen wird und dass man, dass sozusagen ein ernsthaftes Interesse an der Genesung besteht. Also das ist ein wichtiger Punkt, auch auf vorangegangen ist, einzugehen und das wieder mit einfließen zu lassen. Und eine Spezialform der Zusammenfassung ist die überleitende Zusammenfassung, da komme ich nachher nochmal drauf, die spielt eine wichtige Rolle, dann bei dem Veränderungsplan. Also ein Beispiel, ich möchte kurz das zusammenfassen, was Sie mir mitgeteilt haben. Ist das in Ordnung? Ja, gerne. Sie befinden sich seit einigen Wochen in unserer Klinik. Trotz Ihres stetigen Bemühens, eine Veränderung Ihrer Situation zu erreichen, spüren Sie nur eine geringe Verbesserung. Morgens ist es besonders schlimm. Es kostet Sie bereits viel Kraft, am gemeinsamen Frühstück teilzunehmen. Die Therapie nehmen Sie nicht als hilfreich wahr. In den Einzelgesprächen können Sie sich aber zunehmend öffnen. Wenn Ihre Schwester Sie besucht, spüren Sie eine gewisse Erleichterung. Nochmal, das war eine Patientin, der es ungefähr genauso gut gelaufen ist. Und das ist meine Zusammenfassung über einen Gesprächsverlauf, den wir da auch im Kurs nochmal intensiver durchgehen. Die Grundfertigkeiten nochmal zusammengefasst, also die offenen Fragen. Manchmal können Sie auch offene Äußerungen sagen, die sozusagen zu einer Äußerung einladen. Das ist eine Spezialform, die Bestätigung. Ganz wichtig die Reflexion, einfache Reflexion oder auch komplexe Reflexion, verstärkte Reflexion, emotionale Reflexion. Da können Sie unterschiedliche Aspekte setzen, mal auf die Emotionen eingehen, mal das Gesagte auch übertreiben. Und es kann ganz viel Dynamik auslösen. Eine Zusammenfassung ist auf jeden Fall ein sinnvolles Zwischenfazit am Gesprächsabschluss. Und durchaus auch mal an 5 Minuten Visite oder an 4 Stunden Gespräch. Change Talks sind veränderungsorientierte Äußerungen. Es geht erstmal darum, dass Sie das überhaupt erkennen, dass Sie eine gewisse Sensibilität dafür gewinnen. Und einige haben ja mit mir schon Visiten zusammen gemacht und ich habe ein paar Mal dann auch gesagt, das sind ganz viele zustandserhaltende Äußerungen drin gewesen. Ich glaube nicht, dass viel passiert. Also es gibt auch den Unterschied zum Change Talk, ist der Sustain Talk, das sind die zustandserhaltenden Äußerungen, also die Sehnsucht nach dem Status Quo, die Sehnsucht, dass sich nichts ändert. Und Change Talk ist eben die Veränderungsorientierung. Viele Menschen denken, sind aber erstmal unsicher, ob sie einen Veränderungsprozess einleiten wollen. Und insofern ist es schon die Aufgabe der Therapeuten, den Patienten mit seinen Argumenten für die Veränderung in Kontakt zu bringen. Einerseits vorbereitende Äußerungen, dann mobilisierende Äußerungen. Vorbereitende Äußerungen, ich habe es ja schon mal erwähnt, das ist das Akronym DAR, sozusagen die Begierde, Desire, der Wunsch, sich zu verändern, Ability, die Fähigkeit, sich zu verändern, Reasons, die Gründe, sich zu verändern, Need, die Notwendigkeit, sich zu verändern. Da gibt es eine gewisse Überlappung, aber auch manchmal einen gewissen Unterschied. Es kann ja sein, Sie möchten sich ändern, aber Sie halten sich überhaupt nicht fähig dazu, das Ziel zu bringen. Oder Sie denken, dass Sie prinzipiell ja schon mit dem Trinken aufhören könnten, aber nicht heute. Sie fänden es prinzipiell sinnvoll, wenn Sie an der Therapie teilnehmen würden, aber Sie fühlen sich völlig außerstande, das zu können. Und vielleicht ist es auch nicht Ihre Absicht, obwohl Sie die Notwendigkeit erkennen. Also das ist komplex und man sollte aber jeden Aspekt nutzen. Also Desire, ich wünschte, meine Lage wäre eine andere. Manchmal auch so eine Äußerung wie, es muss etwas passieren. So möchte ich nicht bleiben, das ist kein Zustand. Daraus ist noch nicht die Zuversicht zu erkennen. Das ist der nächste Teil. Ich weiß, dass ich es kann. Ich muss es nur umsetzen. Ich kann eine Veränderung erreichen. Ich muss mich nur richtig dafür einsetzen. Und ich werde es allen beweisen, dass ich es kann. Also die Fähigkeit zu beschreiben, sich selber die Fähigkeit zuzuschreiben, eine Veränderung zu erreichen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das muss man manchmal auch nochmal aktiv erfragen.
Reasons, die Gründe für die Veränderung. Meine Frau würde mich vielleicht in Ruhe lassen, wenn ich nicht so viel trinken würde. Vielleicht hätte ich ein wenig mehr Energie, wenn ich den Blutzuckerspiegel öfters kontrollieren würde. Es wäre schön, wenn ich mir nicht so viele Sorgen machen müsste. Da können Sie viele Äußerungen finden, viele Gründe, die ein Patient schildert. Und das ist wichtig, das sind wie Blumen, die am Wegesrand liegen, die man pflücken muss und mitnehmen muss. Need, die Bedürfnisse nach Veränderung. Ich muss die Situation verbessern, so kann es nicht weitergehen. Ich muss die Dinge, mein Leben in den Griff bekommen. Mein Zustand kann nicht so bleiben wie jetzt. Auch ein ganz wichtiges Moment, ne? Weil es so dann manchmal noch einfach das i-Tüpfelchen ist, was noch oben drauf kommt, was noch fehlt, bevor eine Veränderung auch wirklich stattfindet. Die 5, mobilisierende Äußerungen, wenn die Patienten auch beschreiben, was sie machen werden. Ich werde zur Suchtberatung gehen, ich werde den Aktivitätenplan angehen, ich werde meine Psychotherapeuten wieder regelmäßig aufsuchen. Ich habe vor, morgens einen Spaziergang zu machen. Es ist möglicherweise dieses Ich werde, ich plane, das zeigt die Absicht an, aber es zeigt noch lange nicht die Umsetzung an. Schritte einleiten, da kriege ich oft Kritik. Ich dann sage, ich plane ab morgen auf meinen Teller zu verzichten. Ein harter Schritt. Ich habe bereits zweimal diese Woche an der Physiotherapie. Ich habe in meinem Auto den Zigarettenanzünder ausgebaut. Im Kühlschrank liegen jetzt immer kleine Gemüsestückchen, sodass ich besser mit meinen Essattacken umgehen kann. Das sind die Schritte einleiten. Also das Einzelne, das ist so ein bisschen mein Tipp an der Stelle, lassen Sie das so ein bisschen als Hintergrundwissen mal im Gespräch mitlaufen. Achten Sie mal drauf, was der Patient genau sagt. Sagt er etwas wie, sind so Äußerungen da wie zum Beispiel, es muss jetzt was ändern und ich glaube wirklich, dass es jetzt passieren muss. Und ich habe es auch bereits in der Vergangenheit schon einmal geschafft und ich habe doch positive Erfahrungen mit meiner letzten Psychotherapie. Das sind alles sehr positive Äußerungen. Aber wenn natürlich andere Äußerungen kommen, wie das ist schwierig und auch manchmal detailreiche Umschreibungen, warum ein bestimmter Plan nicht umsetzbar ist, dann ist das zustandserhaltende Äußerung. Und das habe ich ja auch schon einigen Mal bei der Visite gesagt. Das sind manchmal geht es uns ja selber so, dass wir zustandserhaltende Äußerungen machen. So Äußerungen wie, es wird nicht passieren. Oder es wird wieder zum selbstverletzenden Verhalten kommen. Es wird wieder... Die Krise wird nicht vorbei sein. Es ist vielleicht eine Beschreibung, aber es hat auch einen Effekt auf den weiteren Verlauf. Es kann sozusagen eventuell sozusagen den Zustand aufrechterhalten. Deshalb ist es umso wichtiger, Change Talk im Gespräch hervorzurufen. Das ist noch so ein bisschen der technische Aspekt, den ich heute mitbringen will. Erstmal fragen ist schon mal eine ganz gute Sache. Warum macht Ihnen das Sorgen? Was würde besser, wenn Sie sich verändern würden? Wenn Sie sich verändern, was würde Sie dann dafür überzeugen, es zu schaffen? Wovon würden Sie sich wünschen, dass es anders wäre? Also durchaus auch mal Fragen zu stellen. Manchmal auch einfach am Thema zu bleiben, mal länger so mit einer Reflexion das mal genauer zu erfragen. Erzählen Sie mir doch einfach mal genau, in welcher Situation es zu Streit mit Ihrem Mann gekommen war, weil Sie Alkohol getrunken hatten. Oder Sie berichten, dass es früher besser gewesen ist. Bitte schildern Sie mir doch eine Situation, in der Sie besser mit Ihrem Ehemann rausgekommen sind. Da kann man mal Kontraste zwischen der erwünschten Situation und der Vergangenheit herstellen. Das kann natürlich so eine Äußerung auch ausdrücken, ja, früher war es besser und ich konnte eine Zeit lang über meine Probleme besser mit meinem Ehemann sprechen. Das beschreibt dann die Fähigkeiten. Dann kommt jemand wieder mit seinen Ressourcen in Kontakt. Extreme sind manchmal auch mal zu fragen, wenn Sie weiter trinken, so wie bisher, was wäre schlimmstenfalls das Ereignis? Oder wenn Sie aufhören zu essen und nichts mehr trinken, was könnte schlimmstenfalls passieren? Oder auch mal die Frage, was würden Sie sich wünschen, was wäre das Top-Ergebnis? Was wäre, wenn die Therapie optimal läuft, was würde dann passieren? Oder was würde ein Top-Ergebnis für Sie bedeuten? Was wäre im Alltag anders? Manchmal Rückblick in die Vergangenheit. Können Sie mir erzählen, wie es Ihnen gegangen ist, bevor die gesundheitlichen Schwierigkeiten begonnen haben? Was hat sich seitdem verändert? Wie haben Sie sich das Leben vorgestellt, als Sie jung waren? Das ist ein großes Wort, aber ja, manchmal einfach mal zurückblicken, nach vielen Jahren auch der Probleme mal an Phasen zu gehen, wo es noch besser gelaufen ist. Blick in die Zukunft mal
wenn sich nichts verändert, wie sehen Sie sich dann Ihre Zukunft in 5 Jahren? Wie kann sie aussehen, wenn Sie sich zu einer Veränderung entschließen? Welche Veränderung wünschen Sie sich für Ihre Zukunft? Wie wünschen Sie sich Ihre zukünftige Situation? Ein ganz wichtiger Punkt, es kann natürlich so Sehnsüchte auslösen und es kann natürlich auch ja, nach Veränderung, so eine Äußerung nach Veränderung aussprechen. Auslösen. Ziele erforschen, überhaupt zu fragen, ja, wir sind oft sind wir ja schon in der Rolle, dass wir denken, wir haben einen bestimmten Zielauftrag zu erfüllen, die suizidale Krise zu bewältigen, das psychotische Erleben zu lindern, das herausfordernde Verhalten besser bewältigen. Aber manchmal ist es wichtig, auch mal die eigenen Ziele des Patienten, was möchte er? Möchte er weniger von seinen Halluzinationen geplagt werden oder schätzt er teilweise die Stimmen, die er hört? Ja, möchte jemand, wenn er seine Depressivität verliert, was wird dann mit der Zuwendung? Wer wird sich dann noch um ihn kümmern, wenn die Krankheit weg ist? Also da nochmal genau zu fragen, was wollen Sie mit der Reha erreichen? Das wäre jetzt sehr konkret. Manchmal auch ein breiteres Thema, was für eine Art Mensch wollen Sie sein? Da sollte man natürlich auch dann ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man so eine Frage stellt. Feedback über die Einschätzung, das mache ich ganz gerne. Das ist sozusagen, das ist auch vor allen Dingen dann gut angebracht, wenn man eine Sorge äußert. Also wenn ein Patient ein problematisches Verhalten äußert, ja zum Beispiel, ich sage mal, die klassischen Hofgutpatienten genau in die Szene zurückgehen, wieder das ganz normale Leben wieder anfängt, die Praxis mit den konsumierenden Patienten aufsucht. Dass man da persönliches Feedback sagt, dass man eben sagt, ja, wenn ich bedenke, welches Risiko Sie durchschnittlich haben, wenn Sie sich in diese Situation begeben, dann habe ich große Sorge. Vielen Patienten fällt es schwer, bei anderen konsumierenden Patienten sich abstinent zu zeigen. Oder so ein Beispiel, persönliche Rückmeldung. Sie haben angedeutet, dass es Ihnen wichtig ist, Entscheidungen ohne Rücksicht auf irgendjemanden anderen zu treffen und dass Ihnen soziale Beziehungen sehr wichtig sind. Bitte erklären Sie mir, wie Sie diese Dinge in Ihrem Leben in Einklang bringen. Die 8 mag ich auch sehr, wie Einschätzung des Veränderungsbereitschaftsgrades. Wenn Sie fragen, wenn eine Veränderung angedeutet ist, sagt, ich möchte mein Leben ändern, dann kann man durchaus mal fragen, auf so einer Skala von 1 bis 10, was schätzen Sie ein, wie stark ist die Wahrscheinlichkeit, wie stark ist die Wichtigkeit, wie stark ist Ihre Zuversicht, dass Sie es schaffen, nicht weiter Heroin zu rauchen. Und dann kann man immer noch fragen, ja, genau. Was hat Sie veranlasst, den Wert 6 anstelle des Wertes 3 zu wählen? Und wann würden Sie anstelle des Wertes 6 die 7 oder die 8 angeben? Also das sind alles Dinge, die können Sie jetzt, das muss man mehrfach lesen. Und ich habe auch eigentlich von dem Vortrag so einen ganz schönen Klappflyer, das müssen wir auch nochmal, ich schaue Rosa an, auf den Weg bringen, auf das neue Videos-Design bringen, Farben ändern und dann hat man das nochmal so schön in Erinnerung, wie man es umsetzen kann. Das sind sozusagen die 4 Elemente. Das klingt jetzt scheinbar, jetzt habe ich das in 40 Minuten mal so dargestellt, aber das sind so Ansätze. Es kommen noch andere Dinge dazu, wie eben den Veränderungsplan auch wirklich sozusagen aushandeln mit dem Patienten. Da zeige ich Ihnen, manchmal muss man sich genug Zeit lassen und das ist wirklich MI. Lernen Sie die Argumente auch für die Nichtveränderung kennen. Fragen Sie den Patienten, was schätzt er an den Drogen? Was mag er hören? Was ist toll, wenn er trinkt? Was ist leichter, wenn er trinkt? Was ist an seinem Wahn weiterhin gut? Oder was macht vielleicht das auch so schwer, in betreutes Wohnen zu ziehen oder Haushaltshilfe anzunehmen? All diese Dinge, dass man das wirklich genau weiß, bevor man auch wirklich das dann plant. Manchmal ist das Timing, genau das wollte ich noch zeigen, das Timing ist wichtig, man darf nicht zu langsam sein, man darf aber auch nicht vorschnell sein. Also weder hinterherlaufen ist gut, noch voranpreschen. Miller und Rolnik, das sind so die Mentoren der motivierenden Gesprächsführung, haben das mal so schön gesagt, dass die Veränderungsbereitschaft dann groß ist, wenn die Segel des Widerstandes nicht mehr vom Wind gebläht werden. Also wenn Sie merken, die Diskussion über das Problem verliert an Heftigkeit, wenn mehr Entschlossenheit zu erkennen ist, wenn
mehr Äußerungen über Zustandsveränderungen da sind. Und wenn dann konkrete Fragen gestellt werden, was der Patient selber für die Veränderung machen kann. Und wenn auch ein Blick in die Zukunft gewählt wird. Und vielleicht auch erste experimentelle Verhaltensweisen, also auch ein paar Versuche gemacht werden, die Dinge in eine andere Richtung zu bringen. Sinnvoll ist, und das ist auch, so viel Technik möchte ich noch an den Tag mitgeben, sinnvoll ist, manchmal noch eine sogenannte überleitende Zusammenfassung zu machen. Und da ist nochmal im E-Spirit und auch im Sinne wirklich im Prinzip die Problemsicht des Patienten, wie er das sieht, nicht wie sieht es als Therapeut sehen, die Ambivalenz nochmal zum Ausdruck bringen, auch die Vorteile nochmal klar auszubringen, was wäre auch, wenn man sich nicht verändert. Und dann möglichst neutrale, objektive Beweise für die Veränderung, nicht die persönliche Meinung darlegen und dann die Wiederholung des Veränderungswunsches, Bekräftigung der Fähigkeit, sich zu verändern und Selbstverpflichtung des Patienten. Das üben wir auch in dem Kurs. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und die Einschätzung des Patienten selber, insbesondere wenn sie den Sorgen des Patienten entspricht. Also das ist sozusagen dann am Ende der Phase 1. Und in Phase 2 kommt es eben zur Stärkung der Selbstverpflichtung und dann wird ein Veränderungsplan ausgehandelt. Und da sind wir ja ganz nah auch an DBT. Oder auch, was ich, einige haben ja auch mit mir schon Visite gemacht und ich habe ein paar Mal schon auch von den, paar Mal gesagt, gerade bei schwierigem Verhalten, lassen Sie uns einen Behandlungsvertrag schließen. Der muss verhandelt werden. Das ist das Kernelement und das ist auch dann schon Teil des therapeutischen Prozesses, dass man da offen reingeht. Was möchte der Patient? Was ist das gemeinsame Ziel? Was ist die Leistung des Patienten? Was ist die Leistung des Teams? Und dass man das dann teilweise operationalisiert. Das kann manchmal vielleicht, das kann ja so ein Ding sein, um ja, Schreien zu reduzieren. Es kann auch ein Instrument sein, um selbstständiges Verhalten zu wählen. Es kann auch ein Instrument sein, um überhaupt eine Inaktivität und einer Passivität entgegenzuwirken. Ist gar nicht einfach, also ich, damit zu arbeiten. Ziele setzen ist wichtig, Optionen prüfen, einen Veränderungsplan aushandeln, also durchaus auch verschiedene Optionen mal ins Auge fassen, wie eine Menükarte. Es könnte so sein, es könnte so sein. Den Veränderungsplan dann auch möglichst konkret besprechen. Also das würde dann heißen, beim inaktiven Patienten mindestens zum Frühstück gehen, mindestens 10 Minuten Therapie teilnehmen. Jeden Tag eine Therapie teilnehmen. Und so das wirklich konkret zu machen und dann den Patienten auch nochmal auf das Ziel verpflichten. Sie machen das nicht, um mir als Therapeut zu gefallen, sondern sie machen das, damit sie ihr Ziel erreichen, gesünder zu werden, mehr Lebensqualität zu haben. Ja, da geht dann auch wieder mit den MI-Prinzipien vor, widerstehe den Reflex, deinen Patienten zu korrigieren, verstehe deinen Patienten, höre ihm zu und befähige deinen Patienten. Ein paar Folien noch zur Evidenzlage. Warum ist das sinnvoll? Was macht, warum bin ich so begeistert von der Methode, außerhalb davon, dass ich persönlich gute Erfahrungen gesammelt habe? Ich will sie jetzt nicht zu sehr noch mit den Daten pflastern, aber ein paar Sachen habe ich mitgebracht. In der Suchtherapie ist das relativ eindrucksvoll, das Motivation and Enhancement Therapie. Es gibt Daten nach über 10.000 Teilnehmern über alle Substanzen hinweg und mal auf der nächsten Folie habe ich mal dargelegt, wie die Effektstärken sind und die sind unmittelbar nach Behandlung, mit Behandlung eben 0,8, also hohe Effektstärke, 0,6 bis 0,8 ist eine hohe Effektstärke. Nach ein paar Monaten lässt das nach. Also es ist auch keine Methode, die auf Dauer wirkt, sondern das ist oft eine, die sozusagen die Bereitschaft für eine weitergehende Therapiemethoden öffnet. Ähnliches finden Sie auch bei komplex kranken Patienten. Wenn Sie zum Beispiel, haben wir auch häufig depressive, alkoholkranke Patienten haben, dann bessert sich mit so einem kombinierten Ansatz sowohl einerseits der Substanzmittelkonsum, das sehen Sie direkt oben unten an den schwarzen Vierecken, die oder der schwarzen Raute, die rechts von der Null ist, was immer für die Effektivität der Therapie spricht. Sie sehen aber auch einen Effekt auf die Depressivität. Sie können schon mit diesen kombinierten Interventionen eine höhere Therapietreue erreichen und auch eine Besserung von depressiven Beschwerden bei suchtmittelkranken Patienten.
Bei Doppeldiagnosepatienten findet man einen gewissen Effekt auf den Substanzkonsum. Wahrscheinlich bessert es nicht psychotisches Erleben, es bessert auch nicht Suizidraten, es bessert auch nicht stationäre Wiederaufnahme. Da gibt es ziemlich umfangreiche Daten von der Professorin aus Birmingham in England. Aber wie gesagt, es ist zumindest der Substanzkonsum, den kann man auch bei diesen Patienten lindern. Und das ist zumindest punktuell auch ein wichtiger Therapieerfolg. Es kann auch helfen, die Adhärenz für ein Medikament zu stärken. Und da finde ich es auch besonders eindrucksvoll. Das ist ein bisschen, wenn Sie das in dem E-Spirit mal über Medikamente reden, dann hören Sie auch mal ganz genau zu, was hasst der eigentlich an den Medikamenten? Täglich die Tabletten zu nehmen, dass er so benommen ist, dass er eine Unruhe verspürt, dass er ja schlecht ist. All das hat er auch. Und wenn Sie das sozusagen die Selbstverpflichtung für die Einnahme der Medikamente abfordern, verhandeln, dann haben Sie manchmal eine höhere Treue an der Sache. Die Effekte sind klein, das ist sicher kein Allheilmittel, aber es kann zumindest etwas die Einstellung verändern. Es kann auch helfen, ganze Teams in der motivierenden Gesprächsführung zu schulen. Da gibt es auch eine ganz schöne Studie aus England, dass das geholfen hat, ein Team in motivierender Gesprächsführung zu schulen, um auch Depressivität zu lindern. Und es gibt auch ganz schöne Studien bei Patienten mit Angststörungen, dass dann die Therapietreue für eine weitere störungsspezifische Therapie erhöht war. Also es gibt eine relativ große Evidenz für die Wirksamkeit von motivierenden Gesprächsführungen in der Behandlung psychischer Erkrankungen, gute Wirksamkeitsnachweise für Alkoholgebrauchsstörungen. Die Daten für Cannabisabhängige habe ich nicht gezeigt, das ist ein bisschen schwieriger. Man kann das mit verhaltenstherapeutischen Techniken oder psychotherapeutischen Gesprächstechniken kombinieren, um längere Substanzmittelfreiheit zu erzielen. Es ist kein Allheilmittel für alle Formen von psychischer Erkrankung, so mich bitte nicht verstehen. Es kann, wie gesagt, die Therapieadhärenz oder den Beginn von der Behandlung verstärken. Für Angststörungen und die Therapiebereitschaft für zum Beispiel kognitive verhaltenstherapeutische Programme bei Angststörungen und Depressionen verbessern, aber die Evidenz ist da noch eher schwach. Was ist mir noch wichtig für heute? Wichtig ist, MI ist kein psychologisches Judo. Jetzt gucke ich mal, ob der Herr Schüler heute hier ist. Gerade vor ein paar Tagen erfahren, er macht Judo. Okay, schwarzer Gurt. Also MI ist kein psychologisches Judo. Also indem man sozusagen den Patienten einfach mal mit einem geschickten Griff in die Richtung wirft, wo man gerne hin möchte. Sondern, oder anders ausgedrückt, indem ich den Patienten etwas mit geschmeidigen Techniken verkaufe. Ich sage das ganz bewusst, weil MI, also die Techniken der motivierenden Gesprächsführung, teilweise auch so einen Eingang in Management-Literatur gefunden hat und auch so als Führungstechniken propagiert werden. Und da reflektieren, wo aber eher eine Betonung, was so ein bisschen auch das Dilemma zeigt, wenn Sie nur die Techniken anwenden, aber nicht im MI-Sinne handeln, also auf Augenhöhe, mit Fairness, mit Kooperation arbeiten, dann ist das eigentlich nicht mehr MI, sondern dann ist es sozusagen angelegt. Also die Haltung ist wichtig, die Spirit und die Prinzipien sind wichtig. Es ist nicht einfach, das im Alltag umzusetzen, weil unsere Patienten sind manchmal herausfordernd, die Zeit ist manchmal knapp und manchmal fällt es einem schwer, auch die Konstellation aufzubringen, die ein Patient auch braucht. Gerade wenn ein Patient vielleicht noch intoxikiert ist oder Sie kennen es alle, Sie haben einen Patienten, der nicht muttersprachlich spricht, der vielleicht, Sie müssen das mit einem Dolmetscher machen, in einer ganz anderen Sprache. Sie haben den Dolmetscher dazwischen, das trotzdem so zu bleiben, aufmerksam zuzuhören, geschickte Fragen zu formulieren, das ist wichtig. Sie müssen jetzt hier nicht die 8 Techniken zur Förderung von Change Talk nachbeten können, darum geht es nicht. Es geht erstmal um die Basistechniken oder dass immer mal wieder sich, und ich weiß, dass Sie vieles von dem im Alltag auch absolut umsetzen. Ich habe selber schon gedacht, auch sozusagen diejenigen, die vielleicht auch noch frisch von der Ausbildung kommen, in verschiedenen Berufsgruppen, dann nochmal einen Einstieg zu finden, nochmal über Gesprächstechniken, über alles, was störungsspezifische Behandlung oder was psychiatrische Fachbehandlung hinaus anbieten kann, nochmal zu reflektieren. Man kann durch Training seine Fertigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln und
ich kann zuletzt noch sagen, mir macht es Spaß und das, ich habe dadurch eine deutlich größere Zufriedenheit in meinen Gesprächen gespürt. Ich fühle mich weniger oft in der Rolle des Anschiebers, des Dränglers, des Judoka, der den anderen versucht, irgendwie auf den Rücken zu werfen. Wobei Herr Schüler würde bestimmt jetzt was anderes zum Judo sagen, dass das auch fair ist. Müssen wir mal vielleicht im Rahmen von der Fortbildung drüber reden. Und es kann den Effekt vieler Therapien steigern. Last but not least, immerhin, Frau Schad sei Dank und unserem Team sei Dank, wir haben den ersten Schulungstermin mal festgelegt für Anfang Oktober, 11. bis 13. Oktober im Festsaal. Wir hoffen, dass die Delta-Variante uns da keinen Strich durch die Rechnung macht, aber wir sollten eigentlich einen Festsaal mit Plätze haben. Und da geht es darum, halt wirklich mit Einführung, mit Praxisbeispielen, das auch nochmal über die Charts hin lebendig zu gestalten. Es ist nicht gedacht, dass nur 20 Personen das jetzt einmal exklusiv machen können, sondern jeder, der möchte, kann daran teilnehmen. Jeder kann sich anmelden. Wenn wir ein großes Interesse haben, mache ich selbstverständlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder einen Kurs. So habe ich das auch im alten Krankenhaus gemacht. Am Ende hatten wir, glaube ich, 60 Leute oder 70 geschult. Und ich hoffe, es macht Spaß und ich hoffe, Sie nehmen was mit. Das ist auf jeden Fall der Ansatz dabei. Ja, genau. Da geht es auch ganz viel darum, diese Techniken kennenzulernen. Aber es geht auch darum, Sie können da Ihre schwierigen Gesprächssituationen mitbringen. Und die tun wir dann einfach in der Übung, wo Sie gemerkt haben, boah, hier wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Und mit dem Patienten, da bin ich wirklich gar nicht mehr weitergekommen. Da fühle ich mich am Ende meiner Möglichkeiten. Es kommt auch noch mal mehr drauf, wie gehe ich mit Widerstand um, wenn ein Patient sich wirklich dezidiert gegen eine Verhaltensveränderung ausspricht. Veränderungsplan schreiben, Feedback geben. Anmeldung im Vorzimmer oder natürlich per E-Mail bei Frau Schad oder bei mir. Wir machen dann eine Excel-Tabelle und dann die Teilnehmer. Ja. Gut. Ja, an der Stelle nochmal danke auch für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen natürlich für alle Fragen zur Verfügung. Oben ist mal so ein erstes Bild von Teilen des Teams. Das hat dankenswerterweise Frau Rosa gemacht. Das rechte Bild von unserem schönen Neubau. Das kommt von Frau Schad, glaube ich, von Anfang, ja, das ist so von April, als die Kirschblüten geblüht haben. Und ja, ich hoffe, wir haben viel Spaß miteinander und danke erstmal an der Stelle. Waren ja jetzt viele Folien. Haben Sie Fragen an der Stelle? Kritik? Alle sind erstmal erschlagen. Frau Schmid lächelt. War sehr interessant. Ich habe das wieder gefunden, was ich so vielleicht in Politik auch selbst entdeckt habe oder gelesen habe. Es ist vieles drin, nochmal systematisch zusammengefasst, was man intuitiv macht, dass man, oder was man zumindest, also es fällt einem vielleicht auch besonders auf, wenn man es mal nicht macht, wenn man unter Druck steht und also das ist oft auch einer der Punkte, die wir in den Kursen dann haben, was ist so in der PIA, wenn Sie nur 5 Minuten haben oder nur 3 Minuten, irgendein Patient zwischendurch reinkommt. Wie fokussiert man sich dann und bleibt trotzdem beim Patienten und gibt dem den Raum, den er braucht, das Problem zu? Also da habe ich dann manchmal noch den Hinweis, dass man halt vorab kurz die Info setzt, wir haben jetzt 3 Minuten oder ich habe leider heute nur kurz Zeit, weil mein nächster Termin ist dran. Aber ich möchte mir die Zeit für Sie nehmen. So. Frau Rosa. Ich habe noch eine Frage zu dem Hinweis, das Wort Ich vermeiden. Ich weiß nicht mehr genau, auf welcher Folie das war. Also ich kenne das aus den Kommunikationsstrategien sonst so, dass man eher Ich-Botschaften sendet als Du-Botschaften, also nicht zuschreibt, du bist oder sie sind. Und jetzt war das quasi, man soll bewerten, aber sie sind, also beschreiben und beobachten, aber nicht ich sagen. Also das könnte kariert so ein bisschen das, was ich kenne. Und ist das was Spezielles jetzt in der Behandlung von psychisch kranken Patienten? Oder für mich ist das gerade ein Widerspruch zu den Strategien, die ich sonst so kenne. Also
was ist jetzt Ich-Botschaften in der Ich-Person zu sprechen, das ist sicher eine gute Strategie, um seine persönlichen Wünsche zu äußern. Also das auf jeden Fall. Hier ist das mit dem Hinweis, das in der dritten Person zu formulieren, ist jetzt aus der Therapeutenrolle, um spezifisch in der Situation mit einer verstärkten Affirmation zu arbeiten. Also wenn ich jemandem positive Eigenschaften zuschreibe. Ich kann es Ihnen auch nicht ganz genau erklären, das ist sozusagen... Also du bist, Sie sind stark, Sie sind kompetent, statt zu sagen, ich sehe Ihre Kompetenz oder ich empfinde Sie als kompetent. Ich denke, es geht sicher beides. Das ist, vielleicht ist das, das ist ein Hinweis aus dem Praxisbuch. Ich kann das jetzt nicht auf seinen absolut gültigen Gehalt überprüfen. Natürlich ist es, wenn man in der dritten Person spricht, dann ist man natürlich ganz nah bei dem Patienten und man ist ein Stück weit von der persönlichen Bewertung weg. Das könnte der Vorteil sein. Ja. Also, uns drückt klar aus, dass man versucht, also gerade weniger bei den Affirmationen, sondern eher bei den Zusammenfassungen, wenn man jetzt eine Äußerung, wenn man jetzt versucht, so ein Gespräch weiterzuführen, heute bin ich wirklich am Ende, ich kann nicht mehr. Und wenn man dann sagt, dann eher beim Sie bleibt, Sie sind eine Person, Sie fühlen sich heute wirklich am Ende der Möglichkeiten und Sie haben keine Kraft mehr für das, was heute kommt, dann ist das näher am Patienten, als wenn Sie sagen, ich schätze es so ein, dass Sie heute keine Kraft mehr haben. Da bin ich rück ein Stück näher an den Patienten an, das ist so die Idee dabei. Aber ja, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt also ich glaube auch, dass es, wenn es in einer richtigen Haltung gesagt wird, auch gesagt wird, ich schätze es so ein, dass Sie viele Stärken besitzen und dass Sie ein starkes Durchhaltevermögen haben oder dass Sie hier eine besondere Kreativität in der Erarbeitung der Lösung gezeigt haben, dann ist das auch völlig in Ordnung und auch in meinem Wesen. Wichtig ist halt auch, dass Sie da die wertschätzende Haltung, den Respekt vor der Abfassung der Formulierung in Ordnung spielen. Ich glaube, das war eher auch so gemeint. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema in Ihrem Alltag vorkommt? Oder? Ja, also ich muss sagen, ich stelle es mir geht so, dass ich auch sage, ich spüre, dass, oder bei mir ist das so angekommen, dass sie sich so und so fühlen, oder ich habe das so wahrgenommen. Also ich werde jetzt nie direkt sagen, ich habe heute das und das bei Ihnen festgestellt, sondern ich sage dann einfach eher so, bei mir kommt das und das bei Ihnen an. Ich nehme das so wahr. Ich nehme das so wahr, genau. Das ist auch eine gute Möglichkeit, glaube ich, das neutral zu sagen. Das heißt nicht, dass Ihre Meinung nicht die absolute Meinung ist, sondern dass es eine der möglichen Meinungen ist. Da könnte der Patient auch eine andere Meinung zu haben. Ja, aber wahrscheinlich ist auch, also Patienten, die ambivalent sind, ob sie an Sporttherapie und Bewegungstherapie teilnehmen und ihren Alltag ändern, das ist wahrscheinlich schon auch ein wichtiger Punkt. So im Bereich der Pflege ist das, wie empfinden Sie es? Ich kann jetzt auch noch Pfleger, aber mit der Validation auch ein sehr großes Thema. Da ist ja auch den Patienten dort abholen, wo sich nicht verwirrt. Und dann auch das, was man so fühlt, wenn man ihm entgegentritt, in Worte zu fassen, um dann auch Gehör von den Patienten zu kriegen. Mhm. Genau, das ist auch das, was in jedem Geist affektive Reflexion heißt. Also wenn der Patient sagt, ich bin verzweifelt, ich kann nicht mehr, auch mal auf das Gefühl, sie fühlen sich heute am Ende ihrer Möglichkeiten und es ist ganz gerade eine arge Last für sie. So, dass man auch zum Ausdruck bringt. Ja. Kommen wir unseren Psychologinnen an. Altbekannte Hüte. Ja, also da haben wir viele der Spiegel und einfach auch eben schon die Frage, die ich gut vorgestellt habe, aber also für uns ist
dadurch wird es dann sehr reflektierend, sehr spiegelt. Wir nutzen einfach tatsächlich, glaube ich, schon im Allgemeinen. Also ich finde es persönlich ein sehr wertschätzender Umgang, einerseits für den Patienten, auf der anderen Seite ressourcenorientiert für denjenigen, aber auch für mich ein Stück weit, um auf einer professionellen Distanz zu bleiben. Weil ich sag mal so, diese Abgrenzung fällt ja gerade bei den Suchtpatienten noch schwerer, ist zumindest mein Eindruck, weil viele ja schon auch so sehr grenzüberschreitend sind. Oder ich sag mal so, wenn die scheitern, dass man das nicht zu seinem eigenen Scheitern macht, sondern da auf einer professionellen Ebene bleibt und Verantwortung bei Patienten lässt. Und da finde ich die probierende Gesprächsführung einfach sehr gut nutzbar. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also, dass man, klar, dass man, das habe ich jetzt hier nicht auf den Folien gehabt, gerade wenn es total schwierig ist, mal Betonung der persönlichen Entscheidungsfreiheit auch mal als Technik ist. Egal, was jetzt passiert, Sie entscheiden, ob Sie das machen. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie die Behandlung heute abbrechen oder nicht. Also, das kann, ich glaube, da schafft man sich den, da schafft man sich auch die Gewichte von der Schulter runter. Zu sagen, ich bin da nicht allein für verantwortlich, dass jetzt die Entzugsbehandlung gescheitert ist oder dass es zu Hause vielleicht mit dem Trinken erstmal so weitergeht. Und, ich glaube, längerfristig ist das auch dann die bessere Basis für eine Veränderung, wenn der Patient spürt, er kann im Zweifelsfall auch mal eine andere Entscheidung treffen, er hat die Freiheit und das schafft manchmal auch Freiräume, finde ich auch für den Behandler. Ja, ich gucke noch mal in die Runde, ob es noch weitere Fragen gibt. Ich gucke mal, ob wir irgendwas im Chat haben. Ich frage mal Herrn Kopp, wie viele Teilnehmer hatten wir heute zugeschaltet? Elf waren online. Okay, dann erstmal alle Grüße an sozusagen, nochmal liebe Grüße an die Online-Teilnehmer. Noch Fragen von dem Online-Auditorium? Genau. Ich würde mich nur bedanken für die Möglichkeit, wieder so einen Kram teilzunehmen. Ah, okay. Also danke für die Möglichkeit. Kunz hat die Hand gehoben. Kunz hat die Hand gehoben. Okay, dann müssen wir, dann Kunz muss das Mikro anstellen und wir müssen. Ich kann ja mal den Lautsprecher, obwohl der nochmal. Herr Kunz, wollen Sie vielleicht in den Chat schreiben? Dann kann ich das vorlesen. Das ist vielleicht. Machen wir mal das Chat. Schreib ihm mal gerade. Also, stimmt, wir haben hier keine Lautsprecherboxen dran. Und sonst ging es. Das muss man vorneweg einstellen. Ach so, okay. Also leider können Sie die Frage im Chat stellen. Fragezeichen, und wie schicke ich das jetzt? Machen wir einfach. Okay, jetzt habe ich das geschickt, genau. Ich glaube, Herr Koch, Sie müssten mal Bildschirmteilen beenden, dann sehen wir auch, wer das ist. Das ist schon. Ach so, okay, weil hier oben noch, da ist das Chat. Ich sehe es auch nicht, genau. Ich habe jetzt leider aber auch den Chat nicht im Verlauf, weil Kunz irgendwas geschrieben hat. Herr Korbs Enkelkind, das ist auch ein Highlight. Das da kommen sechs Teilnehmer und fragen. Bei Schläf ändert sich das aus, welche Wertschätzung wird besonders wichtig, schreibt der Herr Korbs. Ah, okay. Ich sehe es nämlich nicht. Bei Stäb, also ich muss jetzt mal, ich glaube jetzt mal, vorher ändert sich das aus, Wertschätzung wird besonders wichtig. Stimmt, ja. Das ist ein guter Kommentar, ja, sicher, natürlich. Man ist bei Stäb sicher noch mal mehr Gast, man ist, genau, das Hausrecht im Prinzip kann natürlich auch der Stäb-Patient einem sagen, es ist, ja, an der Stelle möchte ich keine Veränderung und ich möchte Sie bitten, dass Sie ja, die Behandlung erstmal verlassen. Das ist ein guter Punkt, ja.
Oder gibt es Kommentare aus dem Auditor, aus dem Live-Auditorium dazu? Sie müssten jetzt alle auch noch so mit Chatgerät. Genau. Ich schreibe die mal. Sehr wichtig. Punkt. So. Ja, also ich bin eigentlich mit dem Zoom auf jeden Fall sehr zufrieden und ja, ich bin natürlich, ich hoffe auch, Sie können mir gerne, ich gucke mal, ob noch, noch Punkte aus dem Aufkommen oder aus dem Online-Medium kommt. Also ich denke mir, dass ich hoffe, dass es technisch möglich war, für alle teilzunehmen. Also ich glaube, man braucht Zoom-App auf dem Handy und man muss sozusagen außerhalb des Netzwerkes den Zugriff machen. Also das mit den vollen Laptops. Also ich habe jetzt hier das Klinik-Laptop, bin aber sozusagen außerhalb vom Intranet zugeschaltet. Damit geht es auch sozusagen dezentral und natürlich auch mit den privaten Geräten geht es auch. Ja, für Kritik und Anregungen bin ich offen. Ich habe, wie gesagt, auf meiner To-Do-Liste, ich habe ein wichtiges Thema für uns ist, glaube ich, Antipsychotika-Therapie. Da habe ich auch schon einen Referenten angefragt, der ist aber leider im August erstmal im Urlaub und dann, das ist mein Freund Gerhard Gründer, der spricht sehr gut und immer sehr gut und differenziert über Antipsychotika-Therapie, heute auch sehr gerne über Absetzen von Psychopharmaka, spricht auch gerne über Psychedelika in der Psychiatrie, macht momentan eine Psilocybin-Studie zur Behandlung der Depression. Also ein spannender Referent, den ich gerne hier begrüßen würde. Und meinen alten Doktorvater, Herrn Hiemke, werde ich auch fragen, dass er uns hier zu seiner Interaktion referieren wird. Und ich bin aber auch für alle Anregungen von Ihnen offen, hier Themen zu präsentieren. Was auch auf meiner To-Do-Liste ist, ist auf jeden Fall eine interdisziplinäre gerontopsychiatrische, geriatrische Fallbesprechung mit dem Kollegen aus dem Krankenhaus Weilburg. Das wird sicherlich eine spannende Sache sein. Ja, aber wie gesagt, Anregungen sehr gerne jederzeit zu mir. Dann danke ich nochmal allen, die geholfen haben, die Veranstaltung so zu machen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen tollen Sommerabend. Danke.